So, sicherheitshalber. Shape und Safe machen. Okay, da kommen Rekruten, Angreifer und Plünderer. Ja. Jawohl, Sir. Umschalttaste steht da unten zwar was. Ist das ein Bewegungsfehl? Oh, das tut weh. Zugelassen, dass ich mein Volk zu wahrer Größe führe. Aber den Fürsten könnt ihr nicht aufhalten. Eine große Macht ist auf diese Welt gekommen und sie wird dem Norden im Kampf gegen das Reich der Menschen beistehen. Ja, Sieg. Gut, dann fortsetzen. Konflikt mit den Elfen. Eine Handelsroute zwischen zwei Städten im Zentrum des Reiches wurde von einem furchterregenden Monster abgeschnitten. Die Elfen geben sich doch nicht geschlagen und führen den Krieg weiter fort. Und das Monster wurde von ihnen erschaffen. Achso, okay, das ist der Krieg. Aus diesem Gebiet kommen alarmierende Meldungen. Karawanen, die zwischen den Städten der Menschen verkehren, werden geplündert. Die Bewohner dieser Gebiete machen die Elfen im Südwesten verantwortlich. Wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen. Gut, ja. Das heißt, wir sind hier bei unserem neuen Dörfchen. Hier haben wir Nahrung. Ja. Was? Ihr habt die Nahrung erledigt. Bei euch. Schon erledigt. Dann sagt du mal die Nahrung da ein. Ich. Ja gut. Nachdem wir jetzt das mit den Orks geklärt haben, wurden wir gleich zu unserer nächsten Aufgabe geschickt. Es gibt zwei Städte. Das war's aber auch schon. Bereit. Also ja, es ist gut, dass wir es irgendwie geschafft haben, unsere Truppen zusammenzuhalten. Ich hätte aber lieber gerne mal auch meine Paladine wieder. Okay, hier ist ein Bär. Also der Plan ist erstmal hier das Wäldchen im Norden anzugucken und bis zu der Brücke zu gehen. Dann kehren wir um und machen den Weg nach Süden bis zu der Stadt. Und dann sehen wir weiter. Okay, auch wenn hier steht, wir können da nicht lang gehen. Können wir scheinbar doch. Okay, hier ist schon mal eine Skelettkrypta. Und hier vorne ist auch noch etwas. Also eine Skelettkrypta mit kleinen Skeletten.
Also ja, langsam, so wie ich das verstehe. Oh, Kupferring. Ja, Sir. Kein Problem. Kein Problem. Ja? Ihr habt ja kein Mana. Nur ich habe Mana. Jawohl. Also ja, ein wilder Ogerschmetterer, der seinen Unterschlupf verteidigt. Also so wie ich das verstehe, gibt es Angreifer, Verteidiger und Garnison in solchen Unterschlüpfen. Also das erste ist die Garnison, die wir vernichten müssen, um den Unterschlupf zu zerstören. Die Angreifer sind die, die sich auch zu Ressourcenpunkten bewegen, falls Einheiten dorthin laufen sollten. Und die Verteidiger sind die, die einfach vor dem Unterschlupf stehen bleiben und ihn verteidigen. Zusätzlich noch zur Garnison. Die Garnison ist einfach das, was da noch ausgespuckt wird, wenn wir zu nahe kommen. Den Schädel zertrümmerer. Du kannst auch ruhig du haben. So, das machst du richtig viel mehr Schaden. Jawohl, Herr. Und ja, hier über die Brücke kommen wir eh nicht, denn die ist im Eimer. Gut. Können wir schon mal hier einen Quicksave machen. Das ist nämlich nur eine Frage der Zeit, bis wir auf böse Elfenpatrouillen stoßen. Für die Führungsschaft brauchen wir noch ein bisschen was. Und ja, dann als nächstes mal den Spion. Also ja, da oben haben wir noch eine Krypta oder irgendwas, um das wir uns kümmern können. Und da auf der anderen Seite ist auch noch mal was. Monsterhöhle. Also ja, Höhlenmonster. Sehen aus wie Zyklopen oder sowas in der Richtung. Deswegen lassen wir mal unsere Fernkämpfer vorgehen. Jetzt gebe ich mal einen Angriffsbefehl. Feuern Sie dann? Ja, Tatsache, Sie feuern und dann greifen Sie an. Also die Nahkämpfer greifen an, sobald sie in den Nahkampf kommen. Gut, stark sind die Höhlenmonster jetzt nicht zum Glück. Und eine Skelettkrypta mal wieder. So, das heißt, wir können jetzt unsere Führerschaft wieder um 1 erhöhen und als nächstes mal den Spion machen. Weil ich glaube, so die ganzen Fähigkeiten da, die Passivs, also die Zusatztalente. Ja, die da. Zu haben wäre nicht verkehrt. Versöhnt Elfen und Menschen miteinander. Aus diesem Gebiet kommen alarmierende Meldungen. Karawanen, die zwischen den Städten der Menschen verkehren, werden geplündert. Die Bewohner dieser Gebiete machen die Elfen im Südwesten verantwortlich. Wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen, ja. Redet mit den Einwohnern der ersten Stadt. Zu Beginn der Untersuchung der dunklen Ereignisse der Region sollten wir mit den Opfern reden. Die Einwohner der ersten Stadt werden uns erzählen, was passiert ist. Seltsame Dinge geschehen hier. Es ist an der Zeit, die Einwohner der zweiten Stadt anzuhören. Oh, und da ist noch eine Feenquelle. Also sollten wir noch mal ein Stück in den Norden gehen. Und? Ihr seid meine schnellste Einheit. In Ordnung. Waste mal hier in hoch Ordnung. Und holt das Gold, was da ist, ab.
Schnell, gehen wir! Wir gehen! Schnell, gehen wir! Also ja, die Fähigkeit, dass meine Einheiten 25% schneller sind, das wäre dann auch noch so eine gute Idee. Bereit! Also ich sag Feenquelle, wenn ich Naturquelle meine. Aber es sieht halt irgendwie so aus wie so eine Feenquelle. Was kostet es jetzt? 17.000. Ja, falls wir das hier in der auf der Map zusammenkriegen, dann geben wir das auf jeden Fall auch aus, um unsere Paladine, also unsere Schwertkämpfer zum Paladin zu machen. Weil dafür brauchen wir dann eine weitere Führerschaft. Auch wenn ich gerne noch einen Trupp Fernkämpfer hätte, auch noch dazu. Aber zwei Trupps Paladine wären schon mal nicht schlecht. Und ja, ich weiß, ich könnte jederzeit den Dämon wegschmeißen. Wir dienen dem Kaiserreich. Weil so viele Single-Target-Artillerie-Units zu haben, ist dann auch nicht so produktiv. Allerdings bin ich froh, wenn ich ihn noch eine Weile habe. Und? Immer bereit. So, dann gucken wir uns noch die Naturquelle an. Da sind wir nämlich wieder fast bei unserem Turm. Also die Naturquelle... Ich sehe ein Elementarwesen. Ist die Frage, ob es jetzt noch ein zusätzliches gibt. Das werden wir gleich sehen. Nein, das müsste das sein. So, das Gold. Kein Problem. Jawohl. Also ich bin mir sicher, dass wir das Geld auch zusammenkriegen. Nicht das Geld, die Erfahrungspunkte. Mir fehlen ja nur noch 13.000. Also das ist für mich jetzt gerade erstmal wichtiger als den Spion, der die Städte ausspioniert. Also ja, ich werde mir dann hier unten das Gebiet angucken. Hier ist der Steinbruch. Das heißt, wir können mal nach hier oben gucken. Ob da noch was keucht und fleucht und lauert. Ach, ein Bär auf jeden Fall. Den sehe ich auch schon. Also auf der Karte. Und hier sehe ich ihn.